Au. Jetzt rollt uns einfach mit. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Was hast du? Noch ein Jauche-Küchlein. So, aber du hast da so innen, soweit ich weiß, was bewacht. Genau. Nämlich eine Riesenkeule, genau. So, jetzt müssen wir noch die Jungs da loswerden. Und dann fehlt eigentlich, haben wir den Rotkai eigentlich bis auf das Wasserrad beendet. So, schießen wir dir mal den Kopf. Wow. Die anderen beiden sind ein bisschen... aufmerksam auf uns geworden, aber ich glaube nicht so wirklich so wie der da, den wir jetzt gerade in den Kopf geschossen haben. Wo willst du hin? So, komm bloß her, du. Aha, diesmal sind wir ausgewichen. Ja, wir sollten etwas auf Abstand bleiben. Also es macht da komische Angriffe. Genau, den Angriff wollen wir doch lieber haben. So, ihn wegpusten, eintrinken. Jetzt sind wir schon wieder vergiftet. Genau, roll, 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 roll. Und wir stechen dir in den Rücken. Hatte ich eigentlich vor, aber hat nicht geklappt. So, jetzt sind es nur noch zwei von der Sorte. Den zweiten können wir von hier hinten irgendwo aus aggron. Einfach indem wir zu ihm hinlaufen. Das dürfte den dritten unbeeindruckt lassen. Hoffe ich mal. So. Schlagen wir einfach mal zu. Und jetzt lassen wir ihn. Ich dachte, du rollst jetzt. Genau, jetzt rollst du. Jetzt können wir dir einfach ganz hundsgemein in den Rücken stechen. Und wenn du aufstehst, schlagen wir dich kaputt. Noch ein Jauche-Küchlein. Manchmal lassen die auch picken, also Spitzhacken fallen. Muss ich schon ein bisschen an mein Dwarf Fortress Let's Play denken. Und der war falsch. Uah. Komm, bevor er mich tötet. Wäre nett. Danke. Genau, eine Pickaxe. Ganz toll, ganz schlecht übersetzt. Und hier wird alles spinnwebig und hier ist sogar ein Eingang. Dort wollen wir als nächstes dann hin, sobald wir hier fertig sind mit allem, was wir hier machen können. Also erstmal den Loot da drüben noch einsacken. Und dann wollen wir noch diesen Aufzug kurz hochfahren. Wow, das war viel zu knapp. Schnell trinken. Oh, das war wieder viel zu knapp. So, trink gleich zweimal. So, noch eine große Scherbe. Jetzt haben wir ja eigentlich drei, also können wir unser Schild fertig upgraden. So, hier wäre eigentlich der Weg nach oben. Das weiß ich nur nicht, will ich den unbedingt gleich nehmen. Ach ja, ich nehme ihn gleich. Ich habe zwar nur noch 6 Flakons, aber damit dürfte das reichen. So, hier hochklettern. Wir werden schon wieder vom Fliegen verfolgt. Ja. Jetzt müssen wir hier einfach nur auf den nächsten Aufzug warten, der uns mitnimmt. Genau, hier. Und dann rechtzeitig abspringen. Das ist auch so etwas, was man ganz gerne mal falsch machen könnte.
So, haben wir geschafft. Hier ist nichts. Soweit ich weiß. Hier ist nur eine Leiter nach oben, die wir nehmen. Ohne dass wir hier gleich wieder vergiftet werden von blöden Viechern. Target Lock, hör auf mich zu ärgern. Genau. Weg mit dir. Kommen noch mehr? Nein, danke. So, hier geht's weiter rüber. Da wollen wir aber erstmal nicht hin. Sondern wir wollen höher. Und zwar wollen wir da drüben in diesen Abwasserkanal da. Und jawohl, schon giftig. So, der erste ist weg. Zwei lila Moosklumpen. Das hier ist extremst gefährlich. Okay, wir sind wieder giftig. Ich trinke mal was. Rennen wir jetzt einfach hier lang. Noch ein lila Moosklumpen. Wow. So, lila Moosklumpen. Schalten auf das Ding um. Bringen den da ganz schnell um. So, und nehmen das Kraut. So. Trinken die Flasche. Nehmen unser Schwert und unser Schild wieder, weil einen haben wir noch von der Sorte. Der versteckt sich nämlich hier drüben in der Nische. So, so kommen wir an den ran. Einfach warten, bis er, ja, bis er aufhört zu schießen und dann wieder giftig werden. So, sehr gut. Jetzt holen wir uns den Gegenstand auf der anderen Seite. Erst einmal. Seele eines Kriegers. Und dann müssen wir gucken, dass wir da unten die Hunde loswerden. Das sind nämlich dezent viele Hunde. Den schieße ich einfach mal in den Kopf. So. Dann folgen sie mir hoffentlich einfach so mal. Du bist kein Angeschlagener gewesen. Ja, hätte ich jetzt eine... Habe ich nicht noch eine Feuerbombe? Ganz kurz mal gucken. Wurfmesser tauschen gegen Brandbomben, genau. Was voll viel bringt. Nämlich gar nichts. So, wechseln wir lieber wieder auf den Flakon. Wie kriege ich euch da weg? Das ist nämlich gar nicht gut. So weit, so geradeaus runterschießen kann ich nämlich gar nicht. Das könnte jetzt selbstmörderisch werden. Genau. Wow. So. Trinken. Gut. Ich hätte den dritten nicht noch anlocken sollen. Ich hätte vielleicht gar keinen von denen anlocken sollen. Aber nein, man meint, man macht es richtig, aber dann macht man es doch falsch. So, und hier sind wir bei diesem Wasserrad. Übrigens, das Geniale an dem Wasserrad ist, wenn man da reinguckt... Ah, jetzt nehme ich doch mal das Fernglas zur Hand.
Brandbombe tauschen. Fernglas. Das klang jetzt gerade schon fast wie in einem Adventure. Seht ihr den da? Ein so ein Flammenhund treibt das Wasserrad an. Genial, oder? So, das, der wirkliche Grund, warum wir überhaupt hier rein sind, ist hier versteckt. Einfach mal die beiden Feuerhunde noch ausschalten. Hier ist nämlich eine Feuerhüterin-Seele. Also mal wieder Flakov upgraden. Übrigens sind die Feuerhüterseelen noch ein Beweis dafür, was ich über Pinwi gesagt habe. Der Grund, wie das in Fachen funktioniert. Seele einer lang vergessenen Feuerhüterin. Jede Feuerhüterin ist eine Verkörperung dieses Leuchtfeuers und zieht ihr dargebotene Menschlichkeit an. Da unendliche Menschlichkeit an ihre Seele zehrt, kann sie die Macht des Estus-Flakors steigern. Ein verstärkter Estus-Flakor birgt dichteren Estus, was eine Zunahme an regenerierten TP mit sich bringt. Also ja, die Menschlichkeit, die wir am Leuchtfeuer opfern, geht an die Feuerhüterin. Also sozusagen an die Seele der Feuerhüterin. Die braucht wahrscheinlich Menschlichkeit, um das Leuchtfeuer zu stärken. Beziehungsweise um sich selber zu stärken. Weil von irgendwas müssen auch Feuerhüterinnen leben. So, wir könnten jetzt theoretisch hier weiter nach oben. Aber weiter nach oben will ich erstmal gar nicht. Dort ist nämlich der von mir am Anfang der Schandstadt angesprochene zweite Ausgang. Wir wollen einfach nur hier rüber. Denn jetzt können wir das. Jetzt werden wir nicht ständig von hier oben aus von zig Blowdart-Snipern beschossen. Wenn wir nämlich jetzt hier einfach über den Baum drüber tänzeln. So. Und hier das Insekt töten. Denn hier ist die Truhe, die ich euch vorhin gezeigt habe. Mit Zauberei Linderung und die Leiche daneben. Mit dem Siegler-Set. Stirb. So. Blöd. Fliegen. Also die Fliegen sind hier richtig lästig in der Schandstadt. Die sind neben den Blowdart-Snipern das lästigste eigentlich. So, hier können wir noch uns weiter oben umgucken. Ich glaube, hier oben ist sogar noch etwas. Schauen wir mal kurz. Also auf jeden Fall ist hier schon mal so ein Gegner. Weg mit dir. Weg mit der Fliege. Ich sagte, weg mit der Fliege. Genau, die trifft man vielleicht zweihändig besser so. Durch den Boden. Ja, da hinten ist, glaube ich, noch was, oder? Nein, hier ist nichts. Ist hier oben überhaupt was gewesen? Naja, alles kann ich mir auch nicht merken vor dem Spiel. Aber ich glaube, hier oben ist nichts mehr außer eine schöne Aussicht. Und übrigens, die Leute, die denken, dass das hier der große Sumpf ist, also aus dem der Pyromantenlehrer gekommen ist, den wir in den Tiefen vor dem Koch gerettet haben, da irrt ihr euch. Das hier ist einfach bloß die Kloake von Lordwyn. Der große Sumpf ist ein Gebiet außerhalb Lordwyns, so wie, wie Astora oder Torolund. Ja. Gut, wir nehmen jetzt den Heimkehrknochen, weil ich habe keine Lust beim Rückweg zu sterben. Das tut man nämlich... Ach Mist. Tut man nämlich gerne mal. Falsches Leuchtfeuer. Wir haben nur 5 Flakons und einen Haufen Seelen. Macht nichts, wir ignorieren die Gegner so gut es geht und rennen einfach zu unserem Leuchtfeuer zurück. Einfach geradeaus raus. Aus der Schandstadt, aus der großen Hülle in die Schandstadt. Gucken, dass wir die Maden hier noch mal tot kriegen. Werden noch mal vergiftet.
Naja, mit fünf Lacoste dürften wir es gerade so zurück zu unserem Leuchtfeuer schaffen.